Rezepte. Boah, das sind aber eine Menge Rezepte hier. Ja. 6 Tafeln hier alleine in dem Raum. Hä, 6? Ich hab nur 5. Eine in der Mitte und jeweils 2 in den Seiten. Richtig. Achso, richtig. Ja. Ach, und von hier kommt man wahrscheinlich auch zu der Truhe, die irgendwo rumrum stand. Ja, man kann hier vorne ja runterklettern. Das ist ja hier das Loch hinter der mittleren Tafel. Ja, aber klettern können wir ja nicht. Da runter. Ding dran, klettern können wir nicht. Irgendwer ist da gerade dran vorbeigedroppt. Ja. Nein, ich bin durch den Balken durchgefallen, der eine. Da kann man nicht drauf landen. Das ist schlecht. Sehe ich natürlich nicht, auf welcher Seite. Das war gemein. Schnell reisen nach Hause. Jetzt sehe ich natürlich nicht, auf welcher Seite die Kiste steht. Irgendwo stand eine. Ah, ist das die Kiste da hinten? Wow. Ich glaube, da ist die Kiste. Da. Die andere Seite rüber. Ja, hier ist eine. Steht so ein bisschen schräg da am Rand auf so einem Balken. Frage, wollen wir das da hinzudroppen? Ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Ach Moment. Herz der Sippengeißel habe ich jetzt da irgendwie. Hä, wo ist denn die? Die war doch gerade hier irgendwo. 10 Stück. Eins tiefer. Herz der was? Nein, da fährt man genau dran vorbei. Ich fass es nicht. Wow. Oh. Ist auch nur normales. Gut, nichts Besonderes. Wow, hätte ja auch mal was Besonderes drin sein können. Du wurdest getötet durch dich selbst. Irgendwas ist hier eingestürzt. Das ist immer, wenn man da spawnt im Haus. Okay, bricht erstmal die halbe Decke ein. Mal. Was ist denn das für ein Gang, der dahinter zu sehen ist? Haben wir das schon? Ist das großes Tor da hinten? Ah, Stiefel der lautlosen Legion und. Helm der lautlosen Religion. Oh, interessant. Rüstung der lautlosen Audio. Ich muss mal ziehen. Halt nicht Gott. Quatsch. Ah Gott, was schreibt mich denn da? Ach nee, scheiße. Mal fürs Unsicht. Ach nee, so doch. Das hier Anfang. So, ja, hier ist das. Ah, okay. Verwirrung. Alter, der Fallschaden, ne? Das macht mich so wahnsinnig. Ah, ich will ja eh nach Hause. Knack. Gut's Nächtle, Rexy. Gute Nacht. Gute Nacht. Steine. Ich
Der Skelettgegner hat wohl Herzen gedrückt und daraus kann man Rüstung machen. Aber wir brauchen dafür auch gehärtete Stahlwaren noch. Aha, aha. Das hört sich gut an. Das kriegen wir aus dem Frosttempel da schöne Waffen und da kriegen wir dann schöne Rüstung. Was machen wir denn jetzt noch? Es ist 3:45. Mhm. Ja. Wollen wir den Schlangenboss da nochmal. Ah ne, das war so aufwendig mit reinkommen da, ne? Müssen ja, wir nur deiner Jungfrau opfern. Richtig. Da waren ja NPCs davor. Ja. Aber das war ja ganz auf der anderen Seite, ne? Das war ja links von unserer ersten Welt. Jupp. Ganz unten links in der Ecke. Gibt's hier nicht noch was in der Nähe? Wir könnten dann noch diese Wüstenstadt da drüber erkunden, aber. Oder diese Ruinen, die Anti vorhin meinte. Irgendwo kann man noch einen untoten Drachen bekämpfen. Ja, das ist auch noch irgend so ein großer Tempel. Das würde ich jetzt am ehesten da in der großen Stadt vermuten. Ich habe hier Deko. Was soll ich denn damit? Dim 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 dim. Mortal Kombat. Also ich würde gerne noch in die namenlose Stadt gehen. Das ist die verfluchte Stadt, aber ist ja egal. Ist ja der letzte Tag. Kann man ja nochmal verrückte Sachen. Richtig. Und auf dem Rückweg, wenn das da jetzt nichts Besonderes ist, dann gehen wir nochmal in die Spinnhöhle. Rennen da durch und gucken mal, was da drin ist. Da bin ich nämlich nie bis zum Ende gekommen. Da ist auch eine Fackel drin. Vielleicht ist das eine richtige Höhle. Also, vielleicht kann man da irgendwie reingehen. Das ist eine Maßnahme. Ja, oder wir gehen direkt in die Spinnhöhle. Dann müssen wir da durchlaufen und dann gucken, wo dann eingehen. Ja, das können wir auch probieren. Wobei, die Spinnen töten geht ganz einfach. Mit dem Speer, den ich hier habe. Ein Stich. Echt? Jo. Weil ich bin ja vorhin da am Piratenschiff. Oder hast du den gefunden? Nee, den hatte, ich glaube, Helgren hergestellt. Diesen stylischer Speer. Aber ich könnte auch noch einen besseren Speer herstellen, wenn wir noch mehr gehärteten Stahl hätten. Aber dafür brauchen wir Schwefel. Warte, wir haben doch hier. Wie viel brauchst du denn gehärteten Stahl? Ionen, Da war doch eben noch irgendwo welcher. Ja, wir haben ja noch nicht mal die Rüstung alle komplett. Also. Ja, das, was wir hatten, war auf jeden Fall nicht genug. Okay. Lautlose Legion. So, hier, Stahlfeuer steht der Sippengeißel, alles klar. Genau. Daraus macht man die. Rüstung. Hier war nämlich gerade noch ein bisschen Schwefel drin. Hier stellt sich gerade Stahlfeuer her. Hier vorne. Also das muss verdammt gutes Zeug sein, wenn man dafür gehärtete Stahlbarren und schwarzes Eis braucht und dann noch dieses Item, ne? Aber wo hast du das dann hergekriegt? Das Herz? Wahrscheinlich beim Töten und draufhauen auf den. Skelettkönig. Auf die Leiche. Gehe ich mal von aus, ich hab's vorhin erst entdeckt, als ich hier war. Oh. Ja, das Inventar war die ganze Zeit schon voll, da habe ich nicht auf Details geachtet. Da hat ja noch ein ganzes Eis drin. Da.
Mortal Komposthaufen. Untoter Drache. Lizardman, Skeleton, Torch, Schafweiter. Kappa, Undead und die. Das ist schwierig. Hä? Ja, aber jetzt wüsste, wie der Typ heißt. Bist du doof? Der hat mich einfach mit seinem Schwert geschlagen. Schüttel ist weg. Voila, oh mein Gott. Ja, wollen wir denn mal in die Spinnenhöhle da, oder? Ja. Machen wir das so. Oh, läuft erstmal Amok mit seinem Hammer. Achso, gehärtete Stahlrüstung hier, die schützt ja auch ein bisschen vor Wärme. Da ist jetzt Fell natürlich nicht sonderlich gut, wenn man in die Wüste rennt. Was macht eigentlich unser Sklave? Genau. Aufmerksamkeit, denke ich mal. Oh, er ist etwas über der Hälfte. Ui. Wow, er ist auf die Kniescheiben gehauen, ey. Tat weh? Oh mein Gott. Mach das noch einmal. Oh, kannst du da drüber springen? Über den Hammer? Immer schön drüber springen. Und eins. Und zwei. Wow! Ach, du bist schon tot. Oh mein Gott. Wow! Ich lieg da einfach nur so, Peltran, weißt du? Ja toll, jetzt ist mir das Spiel abgekackt. Wow! Oh, wow! Oh, nee, ey. Was macht ihr denn hier? Das geht die ganze Zeit schon so bei den beiden. Dann steh mal daneben und guck mir das an. Sieht so geknickt aus. Peltran, du machst alles kaputt. Lass das mal. Mach mal nicht um alles kaputt. So, ich muss mal eben kurz, ich mute mich mal kurz im Stream, weil das so laut ist. Bis gleich. Was denn doch eh die ganze Zeit? Was ist mit dir los, ey? Ach, wobei, ich höre euch ja noch. Haha, nur die anderen hören euch nicht. Oh, ist hier Honig drin, holy shit. Oh, ist hier Honig drin, holy shit. Honey shit. Honey shit. Ja. Das sagt Anti, ja. Wamm! Uns. Wir, ihr, sie. Ja, ich hol schon mal beide Fahrstühle hoch, dann können wir da gleich runterfahren. Ist das eigentlich dieser Derp-Gruß da? Dieser. Wie nennt man den nochmal? Derp. Was für ein Gruß? Derp. Ja, kennst du das, wenn man den einen Arm nach oben reißt und den anderen so geknickt vor die Augen? Wie heißt denn das? Depp.
Deppen. Ja. D-A-B. Deppengruß. D-E-P-P-I-N. Ja, das natürlich auch, ja. Leute, die das machen. Der Deppengruß. Der Fahrstuhl braucht ein bisschen, bis er oben ist. Da kann ich mit zwei Fahrstühlen hier runterfahren. Edel, sag doch mal was. So, ich setze erstmal den Edel auf, den habe ich noch gar nicht gemacht. Ja? Ach, jetzt. Wow, ich bin fast drüber gesprungen, ey. Helgren ist klein, Helgren ist dürre. Water! Wow. Knietief. Ey, nicht runterholen. Oh, ist denn alles schwierig. Und wer schuld? Helgrin. Ja, klar. Dummes Kind. Ach so, jetzt war ich ja immer noch nicht da rechts bei dieser Festung, da wo ich immer hin wollte in der Wüste. Mann, wo holt mich denn das schon wieder runter? Ach, scheiße. Was macht ihr denn da unten? Lass doch mal den Aufzug um. Dummes Kind, hör doch mal auf damit jetzt. Was machst du denn da? Voll im Trollmodus gerade. Der hat sich schon extra gemutet, damit er. Der lässt sich bestimmt jetzt heute schlafen. Damit er wieder Blutfluss haben kann. Oh. Auf geht's, Robert, los! Wer hat erst unten? Wow, ich war wieder hochgefahren! Moment. Hey! Warte, ich komm auch wieder hoch. Auf die Plätze! Fertig! Los. Plätze? Fahrt ihr jetzt ein Wettrennen? Oh. Ja. Oh, irgendwer ist nicht losgefahren. Oh, wow! Wow! Hey, wer hat denn da gepfiffen? War ich das? Ey! Du blöde Sau, hast mich getötet! Was? Ach nee, du bist als Erster. Oh, das tat mir richtig weh. Bist du hier drauf? Das tat dir richtig weh, es klingt. Nee, ich hab zwei Drittel verloren. Wow. Das hat sie ja vorhin schon geübt. Ja. Wow. Nur für diesen Moment. Wow. Ja, nice. Aber das war schon gekonnt, also, ne? Ih, wie sieht das denn aus? Seine Stiefel sind irgendwie zerrissen. Das ist Stiefel in den Fetzen. Ich bin hier drauf aufgekommen, ist doch normal. Ich bin aus allen Nähten geplatzt. Aufgeräumt. So, dann mach ich mich mal fertig und hau ab. Alles klar, dann frohes Schaffen, Käfer. Ich wünsche dir eine schöne Arbeitswoche. Bis zum Wochenende dann. Bis zum Wochenende. Ja, Montage bis zum Wochenende. Was zum... Was...